Schüler zeigen ihre verborgenen Fähigkeiten bei den Days of Art. Drei Tage lang drehte sich an der Oberschule Gehrden alles um die Kunst, unter anderem um Quadrologie. Also um Bilder, die aus kleinen Quadraten entstehen. Eine Maltechnik, die total entspannt. Eine Technik, die kitzelt, ist das Bodypainting. Insgesamt gab es 36 verschiedene Projekte unter professioneller Anleitung. Berufskünstler waren engagiert, unter anderem ein Bildhauer, ein Maler, ein Filmemacher, ein Schrottkünstler und eine Textilkünstlerin. Gearbeitet wurde jahrgangsübergreifend. Zwei Tage lang waren die Gruppen für sich, dann wurde das Ganze der Öffentlichkeit gezeigt. Für alle Beteiligten waren die Kunstprojekttage ein voller Erfolg. Wir hatten viel Spaß und die Künstler waren immer gut drauf.